Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen 3. In der letzten Folge haben wir diese kleine Insel hier erkundet vor Taranis, vor der großen Insel. Haben da so einen komischen Kauz gefunden, sind am Ende hier runtergestürzt in den Tod. Ich habe das kurz nachgespielt nochmal, dass wir wieder da sind, wo wir aufgehört hatten. Hier kommen wir auch nicht einfach so runter. Ach, wisst ihr was? Wir teleportieren einfach hier hin. Das ist, glaube ich, das Einfachste. Und dann geht's am... Ist ja kein Festland. Auf der eigentlichen Insel geht's dann weiter. Wir erkunden jetzt nämlich mal hier noch das Gebiet. Wir sind zwar schon mal hier gewesen, aber wir sind dann nicht weitergegangen. Ich weiß auch nicht, was überhaupt hier ist. Also hier sind auf jeden Fall schon mal Fallen. Können wir die... Ein toter Gnom. Kann man Fallen irgendwie entschärfen? Nee. Naja, dann laufen wir halt rein. Achtung, jetzt komme ich! Das tat weh! Minenkobolde. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze! Gut so. Finde ich es ja ein wenig weird, aber wir werden sehen, wo uns diese Mine hinführt. Ob sie uns überhaupt irgendwo hinführt. Hier sieht es irgendwie richtig aus. Aber hier war nur das, wo wir hergekommen sind. Genau. Hier können wir noch lang. Ja klar, und hier geht es dann quasi wieder raus. Okay, dann gehen wir wieder rein und dann die Treppe rauf. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass diese beiden Eingänge, die hier so im Wasser eingezeichnet sind, dass die eigentlich auch nur in diese Mine reinführen. Also, dass diese beiden Eingänge quasi hier sind. Dass die hier unten sind oder so. Weil da ist noch ein roher Fisch. So, links war ein Kobold.
Da ein bisschen auf die Leertaste prügeln. Gold und Eisenerz, okay. Der Held ist gerade richtig heftig, was kritische Treffer angeht. Und von hier kamen wir. Was wir auch nochmal eben machen können, ist Proviant. Gibt zwar nicht wirklich einen Grund dazu, aber... Oh. Keine Sorge, den rohen Fisch mache ich jetzt nicht auch noch. Voll. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze! Ich werde in dieser Folge übrigens zweimal Pause machen müssen, nur damit ihr Bescheid wisst. Das erste Mal wird auch gleich kommen. Wie sagt der Termitenkrieger magische Kristalle? Mache ich mir eine Mütze. Die Kobolde saßen hier auf einer prächtigen Mine. Tja, jetzt könnten die Rohstoffe hier eigentlich abgebaut werden. Immerhin gibt es hier zwei Adern für magische Kristalle. Ist doch gut. Ein Weg nach draußen. Scheint so, als hätte hier jemand das Wasser vom Wasserfall abgeschöpft. So, und dann sind wir... Kommen wir hier raus. Das ist aber gut, denn wir haben ja bis hierhin schon das erforscht und... bis hierhin quasi. Das heißt, wir können jetzt dem Weg hier folgen. Und dann gehen wir einfach hier oben nochmal hin. Dahin. Und dann gehen wir hier runter und kommen dann hier zu der Treppe. Wo wir dann wieder hoch zum Lager gehen könnten. Und dann müssen wir ja nur noch diesen ganzen Teil der Insel erforschen. Plus diesen ganzen Teil der Insel. Also wir werden noch eine ganze Weile auf Taranis feststecken. Ah, guck mal hier, Taraniskraut. So, das
das hier wäre ja dann der Weg gewesen, den wir mit dem einen Kollegen da gelaufen wären, wenn wir nicht durch die Höhle hier gekommen wären. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Das war's mit dem Vieh. Aber irgendein Gnom habe ich, glaube ich, gerade. Ah ja. Wo kommst du her? Wer bist du? Raka. Ich mache mal eben kurz Pause. Sekunde. Und da sind wir wieder. Und reden mit Raka. Oh, noch ein Homie. Raka hat Angst. Ihr Homie ist verrückt. Ihr alle verrückt. Ich bin nicht verrückt. Lass mich in Ruhe, Homie. Ich will nach Hause ins Tiefland, wo nur Gno leben. Was machst du hier? Ich bin hier gekommen mit Brownie, aber Brownie hat Schaden gekriegt. Er macht mir Angst. Redet nur noch wirre Sachen. Raka befürchtet, dass Brownie hat zu viele Pilze in der Höhle gerochen. Raka möchte weg hier, aber Raka will seinen Homie nicht alleine lassen. Was wolltet ihr in der Höhle? Raka ist Gno von Brownie. Wir sollten holen Dingi von Hafen. Auf Rückweg ins Lager, meinte Brownie. Hey, lass uns gehen durch die Höhle. Plötzlich ist Brownie gestolpert und mit Gesicht in Pilze gefallen. Erzähl weiter. Nachdem Brownie in Pilze gefallen ist, Raka wollte ihm helfen. Aber Brownie schreit Raka an. Geh weg, furchtbares Monster! Lass Freunde in Ruhe! Raka kriegt Angst und geht aus Höhle raus. Raka war hin und her gerissen, wollte Brownie nicht alleine lassen, aber auch Hilfe holen. Aber dann du gekommen. Aber da fehlt doch ein I. Wo ist Brown? Ich habe Brownie in Höhle gelassen. Er hat mir so Angst gemacht, dass Raka zurückgegangen ist aus Höhle raus. Verstehe. Ich werde mal mit Brown reden. Dieser Homie will Raka helfen? Danke, bitte mach, dass Brownie wieder normal wird. Sag Brownie, dass er ins Lager gehen soll. Durchgeknallte Homies. Gut, dann müssen wir doch in die Höhle nochmal. Aber es dürfte... Naja, guck mal hier. Ach so, okay, er heißt tatsächlich Brown, aber der Gnom nennt ihn Brownie. Was bist du? Bist du auch hier, um meine Seele zu fressen? Ach, also nicht. Ich bin mir nicht sicher. Kann ich dir trauen? Vielleicht bist du auch nur hier, um zu den Pilzen zu beten? Was erzählst du da? Ich? Nichts. Ich erzähle nichts. Du verwirrst mich. Warum verwirrst du mich? Dein Kopf, er dreht sich im Kreis. Ich habe Angst. Wovor hast du Angst? Angst? Ich? Niemals. Sehe ich etwas aus, als hätte ich vor irgendetwas Angst. Aber Raka, dieser Gnom, vor dem solltest du dich in Acht nehmen. Er kann dein Gehirn aufweichen. Aha. Es ist wahr. Komm ihm bloß nicht zu nahe. Was ist mit dir passiert? Ich weiß. Irgendetwas stimmt mit mir nicht. Ich bin zusammen mit Raka in diese Höhle geschwebt und plötzlich, bäm! Ich glaube, die Pilze hier haben dir nicht gut getan. Pilze? Du bist doch kein Pilz. Jetzt dreh mal nicht durch hier. Ich werde auf jeden Fall keinen Schritt mehr hier rausgehen. Raka sagt, du sollst ins Lager gehen. Ich glaube, er hat Angst vor dir. Dieses Monster hat Angst vor mir? Du solltest aus dieser Höhle verschwinden. Die Pilze hier tun dir nicht gut. Aber die Pilze sind meine Freunde. Vielleicht hast du ja recht. Ich fühle mich so komisch, seit ich hier bin. Hier, das haben sie mir gegeben. Wenn ich weggehe, werde ich es nicht mehr brauchen. Ich werde jetzt die Felsen zum Lager hinaufklettern. Mach du mal. Sag Raka, er soll ins Lager gehen. Okay. Ja. Ja, ich sag einfach nichts dazu. Brown sagt, du sollst ins Lager gehen. Ich glaube, er traut sich nicht an dir vorbei. Hä? Er hat zu viel Pilze hier eingeatmet. Er hat Angst vor dir. Angst vor Raka?
Das Blödsinn. Wenn ich gehen, dann Brownie wieder normal? Vermutlich. Okay, Raka wird gehen. Ich warte auf ihn in Lager. Danke, Homi. Hier hast du Oro. Danke. So, dann einmal hier rauf, wo das Wildschwein war. Hier ist sonst aber nichts. Bei den Gürteltieren tut es mir irgendwie mal so ein bisschen leid, die auseinander zu prügeln, aber was soll's. Gibt Ruhm und nichts. Ups, nichts ist wichtiger als Ruhm. Hey, lass mir auch noch was übrig! Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Ein Vieh weniger. Was hat der Gnome gesagt? Nicht Memo? Wer ist Memo? Da geht's zum See. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Ein Vieh weniger. Oh, da ist ja ein Rammer. Ach, den hatten wir, stimmt, den hatten wir, glaube ich, auch von oben gesehen, gell? Deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Groß, aber langsam. Ja, langsam nicht wirklich, ehrlich gesagt. Eine Mütze! Scheiß Spinnen! So, da ist der kleine Gnom. Der geht dann hoffentlich jetzt auch die Treppe da hoch und nervt nicht weiter. Aber wo geht's hier so lang? Okay, das sieht mir hier, also dieser Weg bis zu dem Haus und das Haus hier mit der Höhle, das sieht mir auf jeden Fall noch so aus, als würde es würden hier Magier beziehungsweise wie auch immer die nicht Magier heißen wohnen. Ich glaub, jetzt ist, glaube ich, irgendwie ein halbwegs sinnergebender Satz. Aua. Ich hasse Insekten. Spinnen sind keine Insektenbones.
Nee, ich glaube, hier hat mal jemand gewohnt, aber inzwischen wohnen hier. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze! Und zwar viele. Das tat weh! Kompliziertes Schloss. 70 hat das sogar. Also wir könnten das mit einem Trank öffnen. Krabbe. Was ist hier? Nichts. Und hier drin ist ein Rost und ein Teleportstein. Teleportsteine sind gut. Ja, ich glaube, dass wir nicht mehr, damit wir nicht mehr hierher müssen, trinken wir mal einen Trank des. Wir haben nur 3 davon. Das ist nicht so viel. Ich dachte, wir hätten mehr. Egal, wir trinken einen und dann können wir die Truhe hier öffnen. Verdammt, das war ja... So. Eine Expeditionsflinte. Das sieht mir nach einer neuen Waffe aus, glaube ich. Und Rezept für einen Trank des Diebes. Ach, geil! Aber wir brauchen Äffchenschädel. Ich weiß eigentlich nicht, wo wir die hernehmen. Aber die Expeditionsflinte müssen wir uns auf jeden Fall mal eben angucken. Ach, was mach ich hier? So, so, so. Schaden 45, kritische Trefferchance 15 und die Expeditionsflinte macht 60 Schaden. Das ist richtig gut. Das ist ein deutliches Upgrade. 30% mehr Schaden. Auge. So, okay, hier nach rechts ist eine Sackgasse. Komm her, du Krabbelvieh! Macht das Ding Doppelschuss? Oh mein Gott, das ist ja völlig. Das ist ja ein Riesen-Upgrade gewesen, das wir gerade bekommen haben. Nicht nur, dass die Waffe an sich schon 20% mehr Schaden macht, jetzt haben wir auch noch einen Doppelschuss. Also wir können 2-mal schießen pro Nachladen. Das hat sich richtig gelohnt, dahin zu gehen. Mütze! Das tat weh! So. Hier ist uns aber auch nichts. Und das hier ist es eigentlich tatsächlich ein Lager von Magiern und Gnomen. Oder nicht Magier, aber ich weiß nicht mehr, wie die heißen.
Das ist auch ein Besen. Nimm den mit. So. Jetzt muss ich noch einmal kurz Pause machen. Sekunde. So. Da bin ich wieder. Dann kann ich jetzt nämlich nach dieser Folge in Ruhe frühstücken. Das ging schnell. Ups. Okay, hier geht's dann einfach runter zu den Seegedöns, Eich, was auch immer. Ah, dann quatschen wir mal mit ihm hier. Was läufst du hier herum? Geh arbeiten! Darum bin ich hergekommen. Na, worauf wartest du denn noch? Sieh zu, dass du dich nützlich machst. Etwas freundlicher wäre das auch gegangen. Mit Freundlichkeit erreicht man nichts im Minengeschäft. Keiner hat wirklich Lust, hier zu arbeiten. Es gibt andere Mittel, seine Arbeiter zu motivieren. Ab und an ein Opfer zum Beispiel. Das macht man vielleicht da, wo ihr herkommt, aber hier mache ich das auf meine Weise. Warum will Bones eigentlich immer irgendwen opfern? Kannst du mir was beibringen? Nur gegen Gold, damit das klar ist. Umsonst mache ich gar nichts. Außer Prügel verteilen, wenn einer meiner Arbeiter nicht spurt. Bring mir etwas bei. Wenn du Gold hast, kann ich dir erklären, wie man Leute zur Sau macht. Was ist deine Aufgabe hier? Typen wie dich zur Arbeit treiben. Ich bin der Chef hier. Jeder denkt, er könnte in die Mine spazieren und dann wieder verschwinden. Von wegen. Warum bist du so schlecht gelaunt? Weil ich es kommen sehe, dass wir unsere Liefermenge verfehlen werden. Ich lasse hier im Akkord Kristalle fördern. Aber wen stellt man mir dafür zur Seite? Eine Handvoll verlauster Gnome. Also, hilfst du mir jetzt oder willst du mich noch weiter vollquatschen? Ich brauche jemanden, der den Gnomen die Hammelbeine langzieht. Welche Gnome benötigen meine Hilfe? Hilfe? Pah, einen Arschtritt brauchen die. Ich kenne ihre Namen nicht. Verwechsel die Stinker sowieso ständig. Ich weiß nur, dass es 5 an der Zahl sind. Frag Faris, wenn du mehr wissen willst. Wo hält sich Faris auf? Geh in die Mine und halte dich rechts. Dann solltest du ihn finden. Wenn ich dir helfe, erwarte ich auch eine Belohnung. Natürlich erwartest du die. Jeder erwartet hier etwas. Aber um etwas kriegen zu können, muss man erst einmal etwas geleistet haben. Erst dann werde ich dich entlohnen. Ich sehe mal nach den Gnomen. Gut. Hör dir an, was sie zu sagen haben und kümmere dich darum. Erstatte mir unverzüglich Bericht, wenn du fertig bist. Ja, ja. Lass mich nur machen. Die gute Mine. Hier ist noch eine Ratte irgendwo gewesen. Ich habe sie ein paar Mal hier langlaufen sehen. Da ist sie. Mimi. Oh, ich weiß nicht, ob wir hier klauen dürfen, aber... Hey, Tutaki? Taranis Band 5. Nein. Hey, Atto, Atto! Nächster Tag. Hey, Atto, Atto! Sei doch mal still. So, ich gehe auch mal davon aus, dass der Gnom hier unten... Mimi. Egal ist. Wir müssen in die Mine. Und das werden wir dann auch tun, allerdings erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt mir in die Kommentare, was ich verbessern kann, soll, muss, wie auch immer. Und wir sehen uns morgen in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao.